So, bevor ich es weiter provoziere, dass noch jemand weiter, dann machen wir meine Tagesordnung weiter und ich schaue nicht mehr auf. Wir haben jetzt die gemeinschaftliche Behandlung der Tagesordnungspunkte 23 und 2016. Hier geht es um die Potenzialanalyse derzeitiger kommunalen Garagengrundstücke und die dazugehörige E-Petition. Dazu haben wir vereinbart Rederecht. Herr Dietrich, der dürfte dann kommen. Dann habe ich eine Reihe von Änderungs- und Ersetzungsanträgen, die eingebracht werden könnten. Wir können das aber auch so machen, wenn Sie einverstanden sind, da es ja fast jeden irgendwie betrifft, dass wir das irgendwie in der Fraktionsrunde versuchen zu bewerkstelligen. Und die Fraktionsrunde würde mit den Freien Wählern beginnen, sodass Sie schon mal darauf vorbereitet sind. Zunächst aber wäre das Rederecht. Und Herr Dietrich, bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Stadträte, vielen Dank, dass ich als Betroffener zu den Plänen der Stadtverwaltung stadtweit über 3000 Garagen abzureißen, hier Stellung nehmen darf. Wir haben über eine Petition gefordert, die Garagen zu erhalten. Daher bin ich sehr dankbar, dass die besagte Petition jetzt nun auch im Stadtrat behandelt wird. Ich selbst bin im Stadtbezirk Blasewitz betroffen, wo allein gut über 520 Garagen entfallen sollen. Durch den immer weiter fortschreitenden Ausbau von Fahrradwegen oder bei uns ganzen Fahrradstraßen und auch vielen Neubauten der letzten Jahre ist es jetzt schon sehr schwierig, Parkflächen zu finden. Nach 18 Uhr, also nach typischen Feierabenden, ist es speziell in Wohngebieten so gut wie unmöglich, Parkplätze zu finden. Ich denke, die in Blasewitz ansässigen Stadträte können das nur zustimmen. Ausschließlich unsere Garagen dienen hier uns als sicherer und auch abschließbarer Parkplatz. Aber Garagen sind oder Garagen und Garagenhöfe sind mehr als nur reine Parkflächen. Sie sind zum einen mal Eigentum. Der Großteil der Garagen ist vor teilweise über 55 Jahren in Eigenleistung und durch Fleiß entstanden. Nun sollen wir enteignet werden. Sie sind Sicherheit. Natürlich ist es beruhigend zu wissen, dass ein Auto in einer abschließbaren und sicheren Garage steht, statt am Straßenrand unter einer kaputten Straßenbeleuchtung. Sie sind auch Werkstätten. Viele von uns nutzen die Garagen, um kleine Reparaturen oder Reifenwechsel durchzuführen, um die so zum Großteil schon geschundene Haushaltskasse nicht weiter zu belasten. Sie sind aber auch ein Rückzugsort oder ein Ort der Ruhe. Sie sind aber auch Gemeinschaft und Nachbarschaft. Man kennt sich untereinander, man trifft sich regelmäßig, man tauscht sich aus. Die Gemeinschaft in unserem Garagenhof geht von einem 30-jährigen Straßenbahnfahrer bis hin zu einem 90-jährigen Diplom-Ingenieur, der auch heute noch jeden Abend sein Auto in seine Garage fährt und anschließend mit dem Fahrrad nach Hause. Übrigens, dieser 90-Jährige hat vor über 55 Jahren seine Garage selber errichtet. Man unterstützt sich, man leiht sich Werkzeug oder man passt mal auf andere Kinder auf. Man berät sich bei Alltagssorgen, manchmal trauert man auch gemeinsam bei Verlusten. Daher sind Garagenhöfe bzw. Garagen erhaltenswert. Ein Auto ist für viele Menschen schlicht lebensnotwendig. Die Leute, wie auch ich, nutzen ihre Autos, um auf Arbeit zu kommen, zum Arzt zu kommen, um einkaufen zu gehen oder die Kinder zu kulturellen oder sportlichen Aktivitäten zu bringen. Mit dem Abriss der Garagen schaffen sie neue Probleme. Erhöhter Parkplatzdruck, Parksuchverkehr und gegebenenfalls auch eine gestiegene Unfallgefahr. Sie stoßen damit nicht nur uns Garagennutzern vor den Kopf, sondern auch den Anwohnern, die dann dasselbe Problem haben. Übrigens alles ihre Wähler. Ich bitte Sie daher, von den Abrissplänen der Dresdner Garagengemeinschaften und Einzelgaragen Abstand zu nehmen und sich für einen langfristigen Erhalt der Stellplätze auf städtischem Grund einzusetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, sind Sie einverstanden, dass wir in die Fraktionsrunde eintreten und dort dann die ganzen Anträge mit einbringen? Ich höre keinen Widerspruch. Dann beginnen wir mit den Freien Wählern, Freie Bürger, Herr Nitsche.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, in diesem Antrag geht es um mehr als um Garagen. Es geht um mehr als um Garagengrundstücke. Es stimmt, wir haben es gerade gehört, Garagen sind oder Garagenhöfe sind ein Kulturgut, sie sind ein wichtiger Treffpunkt für Teile unserer Stadtgesellschaft. Aber in dieser Vorlage geht es um noch mehr als um Garagen. Es geht um insgesamt 224 Grundstücke mit insgesamt 36 Hektar Fläche. Und auf diesen 36 Hektar Fläche befinden sich 3280 noch genutzte Garagen. 36 Hektar Fläche, das sind übrigens 360.000 Quadratmeter, eine immense Fläche. Und diese Flächen werden vollkommen unterschiedlich genutzt, als Grünflächen, als Erholungsflächen, als Gewerbeflächen und, wie in diesem Fall, als Parkflächen. Und jede dieser einzelnen Nutzungen hat für jedes dieser unterschiedlichen Grundstücke eine ganz individuelle Bedeutung und einen ganz individuellen Nutzen. Und diese ganz unterschiedlichen Nutzungen verdienen unserer Meinung nach auch eine differenzierte Betrachtung und eine differenzierte Verwendung. Aus diesem Grund wollen wir eine grundstückskonkrete Abwägung. Aus diesem Grund wollen wir, dass nicht nur einfach die Nutzung und der Zustand der Garagen betrachtet wird, sondern dann, dass man auch schaut, was für Strukturen stecken dahinter, was für gesellschaftliche Strukturen, wie jetzt gerade geschildert wurde, was eventuell für Vereinsstrukturen, aber eben auch, was für Gewerbenutzungen finden gerade statt und werden eventuell verdrängt. Welche anderen Nutzungen gibt es, welche Grünflächen sind es, welche sozialen Faktoren müssen mit einbezogen werden? Wir wollen, dass all das berücksichtigt wird und wir wollen, dass entschieden wird, nicht von irgendwem vom Stadtrat, sondern von den Ortschaftsräten, von den Stadtbezirksbeiräten und letzten Endes dann vom Stadtrat. Denn unsere Räte vor Ort, in den Ortschaften, in den Stadtbezirken, die wissen ganz genau, was vor Ort gebraucht wird, was notwendig ist, zum Beispiel Stellplätze oder Grünflächen oder Wohnbebauung. Und genau diese individuelle Nutzung wollen wir dann am Ende auch ganz differenziert entschieden haben. Und dann werden wir das finden, was der Hintergrund dieses Antrages der Verwaltung ist, nämlich Flächen für Wohnbebauung. Aber wir werden nicht nur diese finden, sondern wir werden eben auch finden Flächen für Parkanlagen und Flächen für Grünnutzung, Flächen für gemeinschaftliche Nutzung, wie in dem Fall der Garagengemeinschaft. Und wenn wir diese individuelle Abwägung abgeschlossen haben, und genau diese individuelle Abwägung ist der Hintergrund des Ersetzungsantrags von Freien Wählern und AfD, wenn diese individuelle Abwägung stattgefunden hat, dann können wir auch sinnvoll entscheiden, was wir mit diesen 360.000 Quadratmeter Dresdner Stadtfläche machen. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Dissidenten, Herr Dr. Schulte-Bissermann. Nee, Herr Lichti. Na dann, Herr Lichti. Ein Büro versehen. Das heißt so bei Gericht, wenn Gericht einen Fehler macht, heißt Büro versehen. Okay, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ihnen liegt unser Ergänzungsantrag vor. Wir wollen, dass über die Ursprungsvorlage der Stadtverwaltung abgestimmt wird. Warum halten wir das für wichtig? Wir wollen das Grundanliegen, was die Stadtverwaltung mit diesem Antrag verfolgt, bestätigen. Übrigens ein Anliegen, zu dem die Stadtverwaltung ja von uns beauftragt worden ist. Und ich erinnere an die Debatten, die wir jahrelang geführt haben über fehlenden Wohnraum, was können wir tun. Und ich erinnere auch erst einmal, ich komme nochmal drauf zurück, auf die Debatten im Zusammenhang mit Wohnraumbereitstellung für die Ansiedlung von TSMC und andere. Mein Vorredner hatte schon gesagt, es geht stadtweit um 224 Grundstücke oder 36,6 Hektar oder 3280 genutzte Garagen. Ein großes Flächenpotenzial. Es ist die Hälfte von dem, was der Oberbürgermeister jetzt in seinem Vonovia-Deal der Vonovia aus dem Kreuz geleiert hat als Bebauungsfläche. Also es ist eine durchaus wesentliche Fläche und deswegen ist es hier auch eine wichtige Entscheidung. Und es ist eine wohnungspolitische Entscheidung und nicht eine garagenpolitische Entscheidung.
Was bitte sollte eigentlich beachtet werden? Es geht in den meisten Fällen, in den meisten Vorschlägen der Verwaltung, um die Ermöglichung privaten Wohnungsbaus, Herr Nitsche, privaten Wohnungsbaus. Die rechte Seite dieses Rates setzt sich ja immer für Bauland, für Eigenheime ein. Und deswegen verstehe ich überhaupt nicht die Debatten, die Sie hier in den Ausschüssen und jetzt hier auch wieder führen, weil die Ablehnung, die Sie da beantragen oder im Grunde eigentlich herbeiführen wollen, bedeutet faktisch, dass für private Bauherren, für Eigenheimbesitzer, für Leute, die eben so ein Eigenheim erwerben wollen, die Bedingungen schlechter werden. Jetzt, wenn wir uns den Antrag angucken, den wir beantragen, in Punkt 2 heißt es dort, ich zitiere, der Oberbürgermeister wird beauftragt, unter Berücksichtigung der Vorgaben des INSEX selbstständig bebaubare Garagengrundstücke grundsätzlich einer baulichen Entwicklung zuzuführen. Was bedeutet grundsätzlich einer Bebauung zuzuführen? Und da muss man genau hingucken. Das heißt nämlich, dass der Oberbürgermeister die entsprechenden Verfahren einleitet, und zwar entweder ein Bebauungsplanverfahren oder eine Veräußerung oder Umnutzung eines nach § 34 Innenbereich bebaubaren Grundstücks. Wenn ein Bebauungsplanverfahren nötig ist, gibt es überhaupt keine Probleme, denn der Stadtrat, wir haben das letzte Wort. Wir können also genau die von Ihnen geforderte Abwägung konkret im Einzelfall vornehmen. Kein Problem. Problematisch wird es dann, wenn es ein 34er Grundstück ist, denn dann wissen wir ja leidvoll im Bauausschuss, dass dann die Verwaltung macht, was sie will, wir erfahren davon nichts oder erstens, wenn der Bürger sich dann beschwert, was ist denn da los, dann fragen wir nach, naja, ist so und so gelaufen und jetzt ist es zu spät. Ich sage ganz offen, das ist ein Problem. Das ist auch ein Problem an diesem Antrag und deswegen muss er dort entsprechend nachgebessert werden und dahin zielt unser Vorschlag. Der Stadtrat muss das letzte Wort haben und selbstverständlich muss auch der betroffene Stadtbezirksbeirat und der betroffene Ortschaftsrat vorher angehört werden. Und genau das stellt unser Antrag sicher. Es besteht also nicht mehr die Gefahr, die hier manche befürchten, dass Garagengrundstücke ohne Öffentlichkeit und ohne politische Entscheidung allein aufgrund einer undurchsichtigen Verwaltungsentscheidung umgenutzt werden. Aber wir müssen auch trotzdem uns klar machen, was würde denn eine Ablehnung bedeuten? Wer die Potenziale des Wohnungsbaus in der bebauten Stadt nicht hebt, der handelt nämlich gegen die Interessen der Dresdner Bürgerinnen und Bürger, und zwar ganz massiv. Und das in einer Zeit, in der wir aufgrund der Ansiedlung im Norden und aufgrund der auslaufenden Belegungsrechte deutlich mehr Wohnungsbau brauchen. Die Konsequenz Ihres Handelns wäre dann klar. Die Wohnungen würden nicht gebaut und zur Verfügung stehen. Und was passiert dann? Es besteht Druck auf die Ausweitung des Siedlungsbereichs im Außenbereich. Also die Umkehrung des städtebaulichen Grundsatzes der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung. Außenentwicklung, man kann es nicht oft genug wiederholen, macht Wohnen teurer, weil neue Infrastruktur gebaut werden muss, die dann letztlich die Erwerber oder Mieter bezahlen müssen. Innenentwicklung führt dagegen zu einer besseren Auslastung der vorhandenen Infrastruktur, macht Wohnen also billiger. Wer also die ach so lieb gewonnenen Garagengrundstücke, und Herr Dietrich, ich kann das ja verstehen, dass Garagengrundstücke eine soziale Funktion haben, ich möchte es ja gar nicht in Abrede stellen, aber wir müssen es abwägen gegen die wichtigen Interessen, dass die Dresdnerinnen und Dresdner auch billigen, angemessenen Wohnraum finden. Deswegen unser Ergänzungsantrag. Ich bitte einfach, vielleicht nochmal in Ruhe darüber nachzudenken, ob wir hier tatsächlich eine Grundsatzdebatte hier vom Zaun brechen müssen oder ob wir nicht einfach pragmatisch die Verwaltungsvorlage abstimmen könnten. Ich möchte noch auf eins darauf hinweisen. Die Verwaltungsvorlage sieht ja vor, dass Garagengrundstücke, die nicht betroffen sind, eine 10-jährige Bestandsgarantie bekommen. Aber wenn Sie den Punkt 10, Punkt 2 rausnehmen, dann heißt das, dass Sie eine Bestandsgarantie für alle Garagengrundstücke für die nächsten 10 Jahre beschließen. Und sorry, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in dieser Stadt ein Wohnungsproblem. Wir haben zu wenig günstigen Wohnraum. Also stellen Sie sich bitte dieser Abwägung. Die Garagengrundstücke sind im Einzelfall geschützt. Wir können es im Einzelfall abwägen, aber wir können dem dringenden Bedürfnis nach mehr Wohnraum für unsere Bürgerinnen und Bürger nachkommen. Also bitte folgen Sie unserem Kompromissvorschlag. Danke. So, nach den Dissidenten ist die AfD an der Reihe. Herr Latzinski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, Herr Nitsche hat ja dankenswerterweise unseren interfraktionellen Antrag bereits eingebracht. Deswegen würde ich jetzt vielleicht ein bisschen auf die Kinese des ursprünglich der Verwaltungsvorlage hier eingehen.
2016 startet die Landeshauptstadt eine Konzeptausschreibung für ein Garagengrundstück auf der Braunsdorfer Straße. Die damaligen Garageneigentümer, die noch laufende Mietverträge hatten, wussten nichts von dieser Konzeptausschreibung, was mit ihrem Grundstück geplant war. Erst als dann der Stadtrat darüber entscheiden sollte, wie es mit dem Grundstück weitergeht, wurden sie überhaupt darüber in Kenntnis gesetzt. Infolge dieses fragwürdigen Vorgehens reichten die Dresdner Bürger gleich mehrere Petitionen ein, die damals schon hohe Wellen schlugen. Das Ziel dieser Petition war es, die damalige beabsichtigte Enteignung dieser Garagenbesitzer auf diesem Grundstück zu stoppen. Der Stadtrat folgte dem Anliegen der Petition kaum, beschloss aber, eine Vorlage zu erarbeiten, in dem der grundsätzliche Umgang mit Garagengrundstücken geregelt werden sollte. Unter der Maßgabe, dass kein Garagenbesitzer mehr einfach so kurzfristig gekündigt werden soll. Und viel wichtiger, immer ein angemessenes Verhältnis zwischen bisheriger Nutzung und beabsichtigter Nutzung abgewogen wird. Um genau diese Vorlage geht es heute und es wird relativ schnell klar, dass die Stadtverwaltung hier am Beschluss vorbeigearbeitet hat, beziehungsweise völlig übers Ziel hinausgeschossen. Hier soll nämlich nicht nur ein grundsätzlicher Umgang mit dem Garagengrundstück beschlossen werden. Nein, es soll gleich für nahezu jedes Garagengrundstück eine mögliche Nachnutzung beschlossen werden. Und es ist nicht nur die Nachnutzung, die hier beschlossen werden soll, sondern zeitgleich soll der Oberbürgermeister hier ermächtigt werden, innerhalb der nächsten 10 Jahre diese Nachnutzung von über 200 Garagengrundstücken eigenmächtig umzusetzen. Ohne Kenntnis der Eigentümer, der 3.300 Garagen soll also heute wieder über deren Kopf hinweg entschieden werden. Die Verwaltung hat mit dieser Vorlage hier die 2017 beschlossene Abwägung zwischen derzeitiger Nutzung und zukünftiger Nutzung nicht nur nicht durchgeführt, sie versucht dem Stadtrat auch noch die Möglichkeit zu nehmen, diese Abwägung Grundstücks konkret vorzunehmen. Der Stadtrat soll laut Vorstellung der Verwaltung jetzt beschließen, dass die Garagengrundstücke in den nächsten Jahren platt gemacht werden. Und wenn dann irgendwann in den nächsten Jahren die Kündigung bei den Eigentümern einflattern und es große Aufschreie gibt, kann Herr Kühn oder der Oberbürgermeister dann den Beschluss von heute herausholen und die Schuld den Stadtrat in die Schuhe schieben. Bei dieser Art der Ermächtigung machen wir nicht mit. Deswegen haben wir gemeinsam mit den Freien Wählern diesen Antrag eingebracht. Dieser soll weiterführend als der Bericht des Bauausschusses dem Oberbürgermeister diese Eigenermächtigung nicht nur bei den Grundstücken verweigern, die laut Beschlusspunkt 2 als Potenzialflächen für Bebauung eingestuft werden, sondern zudem auch die Ermächtigung für die Grundstücke verweigern, die laut Potenzialanalyse für Begrünungs- und Gewässermaßnahmen vorgesehen sind. Also einfach nur beseitigt werden, ohne dass überhaupt irgendwas nachgenutzt wird. Stattdessen fordert unser Antrag nochmals ein, was bereits 2017 beschlossen und bisher noch nicht umgesetzt wurde, nämlich die grundstückskonkrete Abwägung zwischen derzeitiger und beabsichtigter Nutzung. Grundstückskonkrete Abwägung bedeutet eben nicht, dass nur die Verwaltung auf Grundlage von Flurkarte und Flächennutzungsplan schaut, wie groß die Grundstücke sind und wie diese verwertet werden können. Grundstückskonkret bedeutet, dass man sich die Garagen mal im Detail anschaut, wie deren Bauzustand ist, dass man sich mal die Mietverträge und die Auslastung der Garagengemeinschaften ansieht und dass man sich auch mal ansieht, ob sich auf diesem Grundstück funktionierende soziale Gemeinschaften, vielleicht sogar Vereine gebildet haben, die an dieses Grundstück gebunden sind. Die kann man nicht einfach umquartieren. Insofern müsste die Abwägung in diesem Fall in jedem Fall zum Schluss kommen, dass derartige Gemeinschaften ein K.O.-Kriterium für eine etwaige Nachnutzung wären. Erst wenn die Stadtverwaltung diese Parameter für die Garagengemeinschaften erhoben hat, ist eine Abwägung überhaupt erst möglich. Erst dann kann sich der Stadtrat sicher sein, dass er mit seiner Entscheidung nicht mehr Schaden als Nutzen verursacht. Deshalb kann ich nur dafür werben, diesem interfraktionellen Änderungsantrag zuzustimmen, um so dem Stadtrat die Möglichkeit zu geben, sensibel und fundiert mit den Garagengrundstücken umzugehen, statt per Schnellschuss Entscheidungen zu treffen, deren Folgen man zum Zeitpunkt des Beschlusses noch gar nicht absehen kann. In diesem Zusammenhang müssen wir natürlich auch die Petition anpassen. Deswegen haben wir da auch noch einen Ersetzungsantrag eingebracht, dass dieser Petition abgeholfen wird. Dieser ist hiermit auch eingebracht. Vielen Dank. So, dann kommen wir zur nächsten Fraktion. Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde schon gesagt, Dresden ist eine wachsende Stadt. Wir haben gehört, dass wir mit großen Ansiedlungen rechnen. Und wir bemerken die letzten Jahre, dass es in Dresden knapper wird. Es wird knapper, der Platz wird knapp. Und es ist klar, in so einer Situation gibt es Konkurrenzen. Es gibt Konkurrenzen um Flächen, da geht es um Wohnungen. Da geht es aber auch um die Frage der Daseinsfürsorge für die öffentliche Hand, das heißt Grundstücke für Kitas, für Schulen. Es geht auch um die Frage des Ausbaus von Grünflächen, auch um die Frage von Freiräumen. Hier konkret haben wir
eine Vorlage der Verwaltung, die nun zurückgeht auf einen Antrag des Stadtrates vom 17. Mai 2017. Damals gab es ja bereits diese Auseinandersetzung um die Frage, wie gehen wir mit den Garagengrundstücken um. Es ist in gewisser Weise ein Dauerbrenner. Und es ist auch darauf hingewiesen worden, dass es ein emotionales Thema ist für die Menschen, die dort lange Zeit leben, auf ihrer Garagenhofinsel und dort ihr Auto parken, dort soziale Gemeinschaften haben und diese Garagen wahrscheinlich auch für andere Sachen nutzen. Mich würde mal interessieren, gibt es da Aussagen, wie viele dieser Garagen eigentlich momentan in Nutzung sind? Denn dass man diese Garage gebaut hat mit Eigenleistung, das verstehe ich, den emotionalen Bezug. Ich glaube aber auch, dass es viele Garagen gibt, wo andere Sachen stattfinden. Da stehen dann Kanister drin, Grills, Fahrräder, die Vespa, es hängen Kalender drin, was weiß ich. Es ist ein sozialer Ort, ich verstehe das. Ich rede nicht weiter. Es hängen Kalender drin, habe ich gesagt. Also es ist ein emotionales Thema. Ich will das auch jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Ich kenne selbst Menschen, die dort ihre Vespa reparieren oder ein Auto abstellen. So, nun ist es aber so, wie es ist. Boden wird in Dresden knapper. Und jetzt hat der Stadtrat genau, weil das Thema damals schon emotional, sage ich mal, aufgeladen war, die Verwaltung ja beauftragt, eine Potenzialanalyse zu machen. Und die liegt nun vor. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt hier mit der Abrissbirne da drüber geht und sagt, wir machen die alle platt, sondern die Verwaltung hat sehr differenziert gearbeitet. Es gibt Leitlinien, die beschreiben, wann welches Grundstück wie zu bewerten ist. Und es gibt eine Analyse, die eben sagt, wie man diese vielen Grundstücke, 224 sind es insgesamt, einordnet. Und da sind eben 55 geeignet für Wohnbebauung. Und da muss man schon mal sagen, Wohnbebauung ist in Dresden sehr, sehr wichtig. Und alle, die heute dagegen stimmen, müssen sich klar sein, dass sie dann diese Grundstücke zukünftig dem Wohnungsmarkt entziehen wollen. Es gibt weitere Grundstücke, 58 für kommunalen Eigenbedarf. Das sind genau die Grundstücke, wo ich vorhin gesagt habe, da geht es vielleicht um Kitas oder andere Nutzung. Es gibt auch Grundstücke, die geeignet wären für Hochwasservorsorge oder für Begrünung. Auch das ist ein wichtiges Thema. Und es gibt 62 Grundstücke, wo die Verwaltung sagt, nein, die belassen wir in diesem Zustand. Dort sehen wir die Notwendigkeit, dort gibt es 10 Jahre Bestand, die bleiben. Also es ist nicht ein pauschalisiertes Drübergehen, sondern es ist ein Abwägen und wie ich finde, eine differenzierte Haltung, um mit diesem schwierigen Thema zurechtzukommen. Insofern folgen wir natürlich der Verwaltungsvorlage. Auch wir würden gerne die Ursprungsvorlage wieder abstimmen, denn sie ist ja quasi entkernt im UK. Dort nimmt man das ja nur noch zur Kenntnis. Also wer dem zustimmt, der sagt eigentlich, er will gar nichts tun. Das wäre dann die Folge. Wir haben überlegt, was wir mit dem Dissidentenantrag machen. Selber leitgeprüft im ASB weiß ich, wie viele Vorlagen wir dort haben. Wenn dort jetzt weitere immer hinzukommen, ist das einfach mal die Frage der Praktikabilität. Ich würde den Bürgermeister mal bitten, wie rechnet er denn mit wie vielen Vorlagen, die da so kommen, um das zu bewerten. Von der Frage der Beteiligung finden wir es richtig, ja, dass man das tatsächlich nochmal vorlegt, auch in den Stadtbezirksbeiräten bespricht, denn wir sehen schon die Betroffenheiten vor Ort. Insofern würden wir dem Dissidentenantrag dann auch folgen und stellen aber auch den Antrag, die Ursprungsvorlage zu behandeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner, CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, nun wurde ja schon viel gesagt. Und es zeigt sich wieder, wenn man es auch ein bisschen jetzt auf die wohnungspolitische Ebene schiebt, dass es wieder um den Glaubenskrieg geht versus Auto, versus andere Nutzungen. Und es ist natürlich schön, wenn ich den Druck für den Autofahrer noch erhöhe, wenn ich im Bereich des ruhenden Verkehrs, wo die Fahrzeuge jetzt untergestellt sind, den Druck erhöhe und noch mehr Fahrzeuge in den öffentlichen Verkehrsraum verlagere. Das scheint ja aktuell so das Thema zu sein von insbesondere den Grünen. Siehe auch das Thema Stellplatzsatzung, die letztendlich genau das Gleiche erzeugen soll. Und gleichzeitig tun wir im öffentlichen Verkehrsraum für alle möglichen Belange Parkplätze in Größenordnung abschaffen. Das ist der Fakt. Beim Thema Wohnbebauung, da muss ich sagen, wenn doch erstmal der Baubürgermeister, der ja von den Grünen gestellt wird, erstmal die Flächenpotenziale im Flächennutzungsplan heben würde, die da vorhanden sind und
bei der Abarbeitung von Bebauungsplänen und Bauanträgen dort deutlich mehr Zeit gewinnen würde in seiner Behörde, dann wäre da viel mehr getan. Und die WID, die wir ja gerne für sozialen Wohnungsbau sehen, die ist ja gerade auch, sage ich mal, mit Grundstücken gut besattelt worden. Es wird einen Grundstücksdeal geben mit Vonovia, da kommen neue Grundstücke. Also es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, jetzt offensiv die Grundstücke, die Garagengrundstücke zu vermarkten. Und deswegen stellen wir auch den federführenden Beschluss zur Abstimmung. Denn eins ist klar, der Stadtrat hat eine Potenzialanalyse beauftragt. Nicht mehr und nicht weniger. Und die Potenzialanalyse, die nehmen wir zur Kenntnis und sehen in der aktuellen Situation keine Notwendigkeit, offensiv die Garagengrundstücke zu vermarkten. Wir sehen aber auch die Notwendigkeit, wie es in den letzten Jahren auch gewesen ist, dass für wichtige kommunale, städtische Belange das ein oder andere Garagengrundstück umgewidmet werden muss. Und niemand kann sagen, was die Zukunft uns noch bringt in der Richtung. Deswegen werden wir auch den Änderungsanträgen von Freien Wählern, FDP, Freien Wählern, AfD und auch den Änderungsanträgen von den Grünen und den Dissidenten nicht zustimmen. Das geht für uns alles zu weit. Die Kenntnisnahme ist in Ordnung. Mehr muss es derzeit nicht sein. Wie gesagt, wir sehen, dass solange wie es die Grundstücke nicht gebraucht werden, können da die Garagen verbleiben. Und man sollte jetzt nicht die Garagenbesitzer hier in alle in Sorgen und Nöte bringen. Aber wie gesagt, wir können da keine langfristige Sicherheit geben, weil niemand weiß, ob wir möglicherweise das ein oder andere Grundstück für städtische Belange brauchen. Und vielleicht noch ein letzter Satz zu den Abwägungen, von denen immer gesprochen wurde. Also wenn ich die Verwaltung im Bauausschuss richtig verstanden habe, dann hat die Verwaltung überhaupt gar keine Möglichkeit festzustellen, wie die Garagen genutzt werden. Punkt 1. Und Punkt 2 ist, was die Verwaltung gesagt hat, dass jede einzelne Vorlage, also jeder einzelne Grundstücksverkauf oder jede einzelne Umwandlung sowieso den Bauausschuss erreichen würde. Also insoweit bedarf es da auch irgendwelcher Zusatzanträge nicht. Noch einmal, wir stellen die federführende Beschlussfassung zur Abstimmung. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wirz. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtin, liebe Stadträte. Es hat in Striesen einen privaten Bauträger gegeben, der hat sich im Prinzip über einen Erwerb in eine private Eigentümergemeinschaft von Garagen eingebracht, hat sie dann von innen gesprengt, die musste aufgelöst werden, hat das Grundstück übernommen und wollte dann ein schönes Würfelhaus in Striesen bauen. Er hat sich schon gefreut, dass er das gewinnbringend macht und entwickelt. Vielleicht ist es auch gar nicht keine schlechte Idee gewesen, weil man muss ja ehrlich sagen, bei allem Verständnis für die Garagennutzung, die ja im Prinzip in der DDR gewachsen ist, dann später über das Schuldrechtsgesetz ja auch geschützt worden ist, dieser Schutz ist ausgelaufen, darum reden wir jetzt darüber, ist es vielleicht eine nicht ganz adäquate Nutzung von Bauland, das kann man schon so sagen. Aber seine Träume von einem schönen Würfelhaus in Striesen sind an der Baubehörde gescheitert, weil zwei große Bäume auf diesem Grundstück standen, die über die Garagen drüber reichten und die dort jeden Bau verhindert haben. Und so sehe ich das am Ende hier, wenn wir die Verwaltung ermächtigen, das einer baulichen einer Nutzung zuzuführen, dass dann am Ende die Garagen alle abgerissen sind, aber trotzdem nichts gebaut wird. Wir haben in Drachenberge im Prinzip Interesse an einem kleinen privaten vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der seit 15 Jahren bearbeitet wird, im Kreis herumgeschoben wird, immer neue Barrieren, immer neue Schwierigkeiten gefunden werden. Dort sind im Prinzip, ich glaube, inzwischen fünf oder sieben interessierte Anlieger verstorben. Also die Prozesse im Stadtplanungsamt reichen im Prinzip inzwischen über die Lebenserwartung der teilweise Planungsbeteiligten, Planungsbegünstigten hinüber. Die Garagen haben nicht nur eine Funktion im sozialen Zusammenhalt, man kann nicht nur Autos unterstehen, also sie sind im Prinzip haben einen ganz praktischen Grund. Es ist ja auch so, dass in Ostdeutschland immer noch das Eigentum von Wohnungen und von Häusern sehr gering ist. Das heißt, auch da haben sie eine kompensierende Funktion. Und
Auch die Frage des Wohnungsbaus ist nicht überzeugend. Ich kann jetzt hier die ganzen Baupläne, die Bebauungspläne aufzählen, Lingnerstadt, Jägerpark, Kaditz-Mikten, die zurzeit Plattenwerk, Johannstadt, Lenepark, die von Hand zu Hand gegangen sind, in der spekulativen Weiterverkauf von Grundstücken, wo nicht gebaut wird, zurzeit auch nicht gebaut werden kann. Die WED baut nicht, weil es zurzeit nicht kostendeckend möglich ist, nicht weil Grundstücke fehlen. Wir würden diesen überhängenden Grundstücken noch mehr hinzufügen, wenn wir jetzt hier einen großen Rundumschlag tun würden und alle Garagen da im Prinzip abreißen würden. Auch die Grünanlagen sind natürlich interessant. Die Stadt möchte die Buga planen, sie möchte das blaue Band Geberbach planen, sie möchte den Südpark planen. Auf der anderen Seite kommt sie gar nicht zurecht, die Grünanlagen, die die Stadt jetzt derzeit im Grünflächenamt zu verantworten hat, eigentlich in Schuss zu halten. Widersprüche über Widersprüche. Natürlich haben diese Grundstücke Potenzial. Wir wollen aber, dass nur im äußersten Notfall hier auch eine andere Nutzung eintritt. Deswegen im Prinzip ist sowohl der absolute Schutz als auch im Prinzip die ermächtigende Verwaltung hier, wie sie in der Vorlage ja mal angeregt war, eigentlich der falsche Weg. Zum federführenden Ausschussbericht. Deswegen unsere Anregung in einer Erweiterung des Dissidentenantrages, nicht nur die beabsichtigte Ausschreibung oder Umnutzung eines Garagengrundstückes zur Beschlussfassung vorzulegen, sondern auch die beabsichtigte, das ist das Entscheidende für die Garageneigentümer, die beabsichtigte Kündigung. Das ist das Entscheidende. Die beabsichtigte Kündigung eines Garagengrundstückes soll dem Bauausschuss und den beteiligten Ortschaftsräten und Stadtbezirksbeiräten zur Beschlussfassung vorgelegt werden, weil das ist das Entscheidende. Und da hat dann im Prinzip immer die demokratische Legitimation und auch die Bürgerbeteiligung die Möglichkeit einzuschreiten, das zu bestätigen, abzuwägen oder es eben abzulehnen. Deswegen bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. Am Ende wissen wir gar nicht mehr, in dem Konvolut von Ergänzungsanträgen, die zur Beschlussfassung gemacht worden sind im federführenden Ausschuss, was eigentlich am Ende aus dieser Vorlage gemacht wird. Und um hier sozusagen die Verwaltung zu kontrollieren, den Bürgerinnen und Bürgern im Prinzip immer noch die Möglichkeit, eine Anhörung zu geben, deswegen unser Ergänzungsantrag zum federführenden Ausschussbericht. Vielen Dank. Also Herr Würz, nochmal, damit ich es richtig verstehe, weil wir da ein bisschen uns jetzt schwer taten. Zum federführenden Ausschussbericht hat eigentlich Ihr Ergänzungsantrag nie richtig was zu tun, sondern höchstens zu dem Ergänzungsantrag, der jetzt von Fraktion die Dissidenten gestellt worden ist. Weil zum federführenden Ausschuss weiß ich im Moment nie, wo ich den zuordnen soll. Einfach hinten ran. Herr Oberbürgermeister, ich würde einfach den Vorschlag, die Kündigung aufnehmen, bitte in unseren Ergänzungsantrag. Ja, es sind ja noch ein paar mehr Sachen, die er da. Also, Herr Würz hat darauf hingewiesen, dass wir beantragt haben, vor einer Umnutzung steht bei unserem als im Top 2 unten anzufügen, steht vor einer Umnutzung den Ortsbeirat zu informieren und so weiter. Und vor das Wort Umnutzung bitte einfügen das Wort Kündigung, Umnutzung und so weiter. Das war damit gemeint, aber Kündigung ist genauer. Er hat ja hier noch ein paar mehr Sachen. Das ist die Frage. Ich habe ihn so verstanden, dass er dann deinen Antrag erledigt betrachten würde. Das müsste die Linke dann nochmal sagen. Übernehmen. Ich muss nur wissen, was ich am Ende irgendwann abschreibt. Herr Lichti, Entschuldigung, dass ich das Wort so an mich reiße. Und dass wir jetzt hier so anfangen zu verhandeln. Aber Sie beantragen das ja zur Vorlage. Wir würden es gerne am federführenden Ausschussbericht ergänzen. Naja, ich werde mal gucken, ob ich das dann irgendwie nach eine sortierte Fassung hier bekomme für diese Abstimmung. Also, wir machen erstmal weiter. Wir sind ja noch mitten in der Fraktionsrunde. SPD wird das Wort gewünscht. Frau Hollerwenker, bitteschön.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, also als erstmal möchte ich meine Verwunderung darüber aussprechen, wie zärtlich und romantisch die Herren Würz und Nitsche über die Garagengrundstücke in Dresden sprechen, die dann als Kulturgut verklärt werden und als Grün- und Naherholungsflächen. Also da muss man schon staunen. Wir haben hier zwar die Sächsische Schweiz direkt vor der Haustür und das Elbtal, aber die gehen dann eben lieber in die Garagenhöfe. Kann man machen, ich würde das anders machen. Also wir haben ja schon über die Zahlen geredet, es geht über knapp 3.300 Garagen in Dresden, die zu einer Zeit entstanden sind, als es in Dresden vor allem eins gab, nämlich Platz. Und diesen Platz, den gibt es jetzt nicht mehr, eben weil auch so viele falsche Entscheidungen getroffen worden sind in den letzten Jahren in diesem Stadtrat, weil man die Flächen einfach leichtfertig weggegeben hat und die Flächen eben jetzt benötigt werden. Zum Beispiel für den Wohnungsbau, wir müssen ja nur an die Großansiedlung denken und an die Eigenheimsiedlung, die sich bestimmte Teile in diesem Stadtrat auch sehr wünschen. Und deswegen ist das ganz gut, dass die Verwaltung so eine Potenzialanalyse vorgelegt hat, die die Garagengrundstücke sich genau angeschaut hat, klassifiziert hat und herausgefunden hat, ob denn da überhaupt Flächen dabei sind, die für eine Entwicklung überhaupt geeignet sind. Und das Ergebnis war, dass 151 von den 224 Garagengrundstücken überhaupt erstmal so groß sind, nämlich größer als 500 Quadratmeter, und damit die Mindestgröße besitzen für die Realisierung von kommunalen Zielstellungen, wie zum Beispiel der Förderung des Wohnungsbaus oder eben auch Flächenreserven für öffentliche Einrichtungen oder auch Erholungs- und Umweltfunktionen, Stichwort Hochwasserschutz. Und herausgekommen ist bei der Analyse dann aber auch, dass nur 67 Grundstücke überhaupt selbstständig bebaubare Flächen sind und überhaupt auch so groß sind, dass sie für die städtebauliche Entwicklung überhaupt attraktiv sind. Und dann hat man noch mal genauer hingeguckt und herausgefunden, dass es nur ganze sechs Grundstücke betrifft, die überhaupt dafür in Frage kämen, dass sie in die WID eingelegt werden könnten. Also das ist also ein sehr, sehr geringer Teil. Und 49 Grundstücke aber immerhin dafür geeignet wären, dass man die bebauen könnte mit Wohnungen, mit Häusern und die man zum Beispiel auch an Bauherrengemeinschaften geben könnte. So, diese Potenzialanalyse, die ist dann natürlich durch alle Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte gegangen und auch in den Ausschüssen wurde sie vorgestellt und dann ist genau das passiert, womit man rechnen muss, wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse hier im Dresdner Stadtrat anschaut. Der Sturm der Entrüstung brach los und von der Vorlage selbst ist eigentlich gar nicht mehr viel übrig. Und insbesondere die rechte Seite des Rates erkannte dann wieder die Gunst der Stunde. Endlich gab es mal wieder ein Thema, mit dem man dem Bürger Angst machen kann. Hast du schon gehört, jetzt wollen sie auch mal deine Garage wegnehmen. Na klar, und was denkst du, die wollen alles verbieten, Garagen verbieten, Autos verbieten, Atomstrom verbieten und so weiter. Und das sind einfach nur Fake News, weil wenn man sich die Vorlage anguckt, dann sieht man, dass die Verwaltung da wirklich gut gearbeitet hat und dass sie genau hingeschaut hat bei der Bewertung dieser Garagengrundstücke, soweit es überhaupt möglich war. Denn es ist gar nicht so einfach festzustellen, ob denn diese Garagen eigentlich noch als solches genutzt werden oder ob sie nicht einfach nur Lagerflächen sind, die sehr preiswert zu haben sind, wo man allen möglichen Mist reinstecken kann, den man eigentlich nicht mehr braucht und wofür auf dem Boden und im Keller kein Platz mehr ist. Oder ob was da überhaupt drinsteht. Die meisten Autos sind ja heutzutage auch größer als diese Garagen, die da vor über 50 Jahren gebaut worden sind. So, und das ist nämlich dann eine gute Frage. Und dann wird dann natürlich wieder die große Populismuskeule geschwungen, wo dann die andere Seite ja uns so oft vorwirft, dass wir das täten, aber das ist mittlerweile hier einfach nur noch ideologisch aufgeblasen. Und dann entstehen auch solche Sachen wie diese Petition, die ja jetzt quasi hier zusammen mit der Vorlage behandelt wird. Und wenn man sich das dann durchliest, das Votum der Verwaltung, dann wird klar, wenn das so angenommen wurde, dass es quasi eine Art Umnutzungsverbot gibt, dann ist das ein Verstoß gegen die sächsische Gemeindeordnung. Und die sieht, es ist so, Thilo, hast du es gelesen, hast du es nie gelesen? Ja, nein, nein, gegen die sächsische Gemeindeordnung, weil ich muss ja erst mal sagen, Paragraph 89, da steht nämlich drin, dass die Verwaltung das kommunale Eigentum zum Wohl der Allgemeinheit nutzen muss und behandeln muss und dass die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen muss. Und das ist nicht gegeben, indem ich dort einfach diese Garagengrundstücke ungeprüft dort so bestehen lasse und gar nicht weiß, was dort eigentlich noch stattfindet. Und die Verwaltung hat auch ausgeführt, dass es gar nicht so einfach ist, rauszufinden, ist die Garage noch genutzt? Klar, da kann man sich manchmal so einfach auf die Optik verlassen. Wenn das Unkraut schon so hoch wächst, dass die Tür gar nicht mehr aufgeht, dann ist wahrscheinlich länger niemand mehr da gewesen. Und dann hat man eben stichprobenartig auch mal die Adressen der Eigentümer abgeprüft und festgestellt, dass die ganz oft gar nicht mehr in der Nähe von diesen Garagen wohnen, wo man sich dann fragt, okay, wenn ich dann mehrere Kilometer entfernt wohne, wie stelle ich denn dann angeblich jeden Abend dort
mein Auto ab und hole das dann früh wieder. Also für mich ergibt das nicht so richtig Sinn. Und deswegen, meine Redezeit ist zu Ende, sollten wir da genau hingucken. Wir können uns diesem Ergänzungsantrag der Dissidenten deshalb sehr gut anschließen. Die Stadtbezirksbeiräte, Ortschaftsräte wissen, was bei ihnen Phase ist. Und deswegen lasst uns das so machen. Vielen Dank. So, wird FDP das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Dann ziehen wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Jetzt gibt es weitere Wortmeldungen. Herr Aschenbach. Das findet sich gut. Frau Holowenko hat ja schon zur Petition zurückgefunden. Da mache ich weiter. Herzlich willkommen zu Parken. Wie geil ist das denn? Teil 7, Indoor Parking. Dresdner Garagen erhalten, titelt eine rührende Petition vom Ronny. Zunächst sei klargestellt, es geht nicht um autounwürdige Massenunterkünfte, sondern die bitter nötigen DDR-Einzelgaragen. Autos, so muss man anscheinend wissen, müssen nämlich in einem Haus geparkt werden, sonst gehen sie kaputt oder so. Vielleicht kommt es auch noch aus den Zeiten, als der Ossi seine Karre aus Pappe zusammengematscht hat. Nichts gegen Pappen, Hauptsache es knallt. Knallen tut's auch in der leblosen Garagenidylle. Da die Stadt in einer Potenzialanalyse, wenig überraschend, festgestellt hat, dass man den raren städtischen Grund besser verwenden könnte, als um ein paar wenigen Blechdosen Obdach zu gewähren. Obdachlose Deutsche, da sind die After nicht weit. Auf der aufwühlenden After-Seite zur Petition meinegaragebleibt.de erfährt man alles, was man über die städtebaulichen Kleinode oder waren es Einöden, wissen muss. Keine Garage ist illegal, lese ich da. Und weiter, Garagen sind, Zitat, ein wichtiger Bestandteil unserer kulturellen und sozialen Identität. Das sehe ich auch so. Eure Identität ist eine Reihe hässlicher kleiner Drecksbaracken, in denen ihr überkommene Ideen parkt. Weiterhin erfahre ich, dass die Ausländer uns die Parkplätze wegnehmen. Erst unsere Frauen, dann unsere Arbeitsplätze und jetzt auch noch unsere Garagen. Was kommt als nächstes, unseren Antisemitismus? Gleichzeitig nehmen die After hier natürlich der FDP ihren Parkplatzfetisch weg. Aber das ist nur fair, übernimmt doch die FDP auf Bundesebene seit Monaten die Rolle der AfD in der Regierung. Egal, zurück zu den Garagen. Bei denen geht's mir wie euch mit den Ausländern. Von mir aus können die alle weg. So, weitere Wortmeldungen sehe ich erstmal nicht. Dann würde ich für die Verwaltung mal Herr Kühn trainieren. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will vielleicht auf ein paar Punkte eingehen, weil sie hier wirklich verzerrt dargestellt worden sind. Es ist schon gesagt worden, dass der Auftrag für so eine Potenzialstudie aus dem Stadtrat kam und auf Basis des im letzten Jahr beschlossenen Flächenerwerbs- und Entwicklungsstrategie, auf Basis des Wohnkonzepts, auf Basis des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ist das erstellt worden. Es ist an keiner Stelle die Intention, hier 3000 Garagen platt zu machen. Das ist nicht Ziel des Konzeptes, das ist auch nicht Ziel des Verwaltungshandelns. Es geht nicht um eine unmittelbare oder pauschalisierte Nutzungsverhältnisse von Garagen zu kündigen oder Garagen gar abzureißen. Das geht gar nicht rechtlich. Herr Lichtier hat ja schon darauf hingewiesen, es sind an vielen Stellen Stadtratsbeschlüsse erforderlich, beispielsweise wenn wir Grundstücke in die WED einlegen würden, wenn wir Grundstücke über eine Konzessionsvergabe für den individuellen Wohnungsbau zur Verfügung stellen würden, würde es Stadtratsbeschlüsse bedürfen. Oder, und das betrifft ja eine ganze Reihe dieser Garagengrundstücke, wenn beispielsweise ein Bebauungsplanverfahren erforderlich wird. Und für viele dieser Garagen ist es so, die sind im sozusagen Außenbereich, da werden wir kurzfristig überhaupt nicht die Intention haben, hier ins Verfahren zu gehen. Insofern, weil das gefragt wurde, was der Antrag ja ist, dass bevor gekündigt wird, umgenutzt wird, wenn wir uns in § 34 befinden, das kann man tun, ist überhaupt kein Problem. Ich kann jetzt noch nicht abschätzen, wie viele Verfahren es sind, aber es werden nicht Dutzende sein, weil ich nochmal sagen will, wir haben von den Garagengrundstücken
insgesamt 55 Grundstücke identifiziert, die für den kommunalen individuellen Wohnungsbau geeignet sind. Und das ist erstmal der Bereich, auf den wir uns fokussieren. Und dort sind es, auch nochmal um die Größenordnung zu nennen, 36 Grundstücke von den 55 sind Grundstücke, wo 10 oder weniger Garagen drauf sind. Um auch nochmal eine Vorstellung zu haben, im Sinne von, hier wären ganze Garagenhöfe sozusagen weggerissen oder drohen weggerissen zu werden, das entspricht jeder sachlichen Grundlage. Wir haben auch in dieser entsprechenden Ausarbeitung auf das Thema ruhender Verkehr genau rekurriert. Darum gibt es eben 34 Standorte, wo wir dort einen Konflikt mit dem Thema ruhender Verkehr, also sprich sozusagen mit dem Parkdruck identifizierend haben, und deshalb 26 Standorte mit insgesamt mehr als einem Drittel der Garagen, über die wir hier insgesamt reden, sind eben nach Potenzialanalyse mit einer mittelfristigen Bestandsgarantie verbunden. Das heißt, die großen Garagenhöfe sind hier an der Stelle gar nicht gegenständlich, erst, insbesondere dann nicht, wenn hier eine Verschlechterung der Parksituation eintritt. Dann ist gefragt worden, ob wir die Nutzung, die diesen Garagen sozusagen vorherrscht, ob wir darüber Daten haben, ob wir das untersuchen können. Da, das war im Ausschuss schon Gegenstand, kann ich Ihnen nur sagen, da wir hier keinen Google Garagen View haben, haben wir keine Möglichkeit sozusagen in diese Garagen reinzugucken, um zu gucken, ob dort Kalender hängen oder was auch immer oder Fahrzeuge geparkt werden. Das ist nicht möglich. Aber nochmal, es ist hier kein undurchsichtiges Verwaltungshandeln. Es geht hier auch nicht darum, 3000 Garagen Platz zu machen, sondern es ist hier eine differenzierte Betrachtung vorgenommen. Und wir können jede, so wie es auch beantragt ist, einzelnen Garagenstandort mit einer entsprechenden Vorlage zur Beschlussfassung führen, damit hier Transparenz von Anfang an gegeben ist. Meine Herren, dann wären wir erstmal durch die Debatte mal durch. Jetzt zum Abstimmungsverfahren. Herr Lichti. Ich würde gerne 5 Minuten Auszeit beantragen. Bevor Sie in die Auszeit gehen, würde ich trotzdem noch, weil das macht es, glaube ich, besser, wenn ich mal versuche, das Abstimmungsverfahren zu erläutern und dass Sie sich darauf vorbereiten können. Es ist nicht ganz einfach, weil Sie ja bunt durcheinander hier eine Menge von Anträgen haben. Also ich würde Ihnen vorschlagen, dass ich zunächst abstimme darüber, geschäftsordnend, was wir zur Abstimmungsgrundlage nehmen. Da ist beantragt worden, den Originalvorlage zur Abstimmungsgrundlage zu nehmen, abweichend zum federführenden Ausschussbericht. Das würde ich zunächst abstimmen. Danach gibt es einen Ersetzungsantrag von Freien Wählern, Freien Bürgern und AfD-Fraktion. Den würde ich danach abstimmen, weil der ist ja wahlweise ersetzend. Wenn der durch ist, dann habe ich Anträge. Und zwei, das ist der Antrag von den Linken und der Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, würden sich auf den Ausschussbericht beziehen. Also die würde ich nur zur Abstimmung bringen, wenn der Ausschussbericht hier dann Abstimmungsgrundlage ist. Der von den Dissidenten bezieht sich auf die Originalvorlage. Den würde ich, je nachdem, wie Geschäftsordnung das immer ausgeht, dann zur Abstimmung bringen. Und ich habe verstanden, Sie, frage es aber auch nochmal, würden in Ihrem Punkt das, was Herr Wirz angesprochen hat, in dem Satz 1 die beabsichtigte Kündigung und dann Komma, Ausschreibung und so weiter mit, also das Wort Kündigung mit aufnehmen. Okay, also das wäre ja das, was mir jetzt als Anträge vorliegt und wie ich gedenke, abstimmungstechnisch vorzugehen, immer wahlweise von dem, was Abstimmungsgrundlage ist, würden dann die Ergänzungsanträge zur Abstimmung gestellt werden oder eben nicht zur Abstimmung gestellt werden. Soweit klar? Fragen, Anmerkungen? So, dann gehen wir mal in die 5 Minuten Auszeit und dann kommen wir zur Abstimmung. Meine Damen und Herren, können wir fortsetzen in der Beratung und dann gen
Abstimmung schreiten. Gibt es aus der Auszeit noch Anträge? Herr Lichti. Herr Oberbürgermeister, ich würde beantragen, für den Fall, dass Abstimmungsgrundlage des Ausschussvotum wird, dann unseren Punkt 2, also wo es um die Beteiligung der Stadtbezirks- und Ortschaftsräte und sowas geht, nochmal zur Abstimmung zu bringen. So, weitere noch Anträge. Dann nochmal zur Erläuterung. Also zunächst stimme ich darüber ab, ob Abstimmungsgrundlage die Vorlage wird oder ob es beim federführenden Ausschussbericht bleibt. Danach werde ich den Ersetzungsantrag von Freien Wähler, Freien Bürgern und AfD zur Abstimmung stellen. Bekommt eine Mehrheit, ist natürlich zig. Vorher votiert haben, dass wir über den Ausschussbericht weiterhin als Grundlage haben, dann haben wir 3 Anträge, Linke, jetzt zusätzlich Dissidenten und den von Grüne, die wir dann hintereinander weg in die Abstimmung bringen. Befinden wir darüber, dass die Vorlage als Abstimmungsgrundlage ist, würde nur ausschließlich der Dissidentenantrag dann noch in Ergänzung da sein. Ne? Ja, das genau. Soweit klar? Dann lassen Sie uns da mal voranschreiten und versuchen, das hintereinander mal durchzugehen. Also, als erstes, wer dafür ist, dass die Vorlage Abstimmungsgrundlage ist, den bitte ich jetzt im Stimmzeichen. Ja, 43 Nein, keine Enthaltung, hat damit keine Mehrheit gefunden. Jetzt ist der Ersetzungsantrag Freie Wähler, Freie Bürger und AfD-Fraktion zur Abstimmung. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 48 Nein, eine Enthaltung, hat auch keine Mehrheit gefunden. So, wir bleiben damit also beim federführenden Ausschussbericht und haben da jetzt folgende Ergänzungsanträge. Zunächst, ich mache es mal jetzt, wie es bei mir in der Liste ist, jetzt nicht auf Chronologie an. Zunächst stelle ich mal den Ergänzungsantrag Die Linke zur Abstimmung. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ne, es war zu spät. 47 Ja, 19 Nein, keine Enthaltung. So, jetzt hatte gesagt, Herr Lichti, er möchte weiterhin auch seinen Antrag haben. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 35 Nein, eine Enthaltung, hat keine Mehrheit gefunden. Und dann haben wir noch den wieder zu ergänzenden Punkt 2, Antrag der Grünen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 36 Nein, 7 Enthaltungen. So, da kommen wir jetzt zur Schlussabstimmung über den federführenden Ausschussbericht und der ist jetzt durch die Formulierung der Linken ergänzt worden. Das ist das Einzige, was eine Mehrheit bekommen hat. Wer dem also insgesamt zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 47 Ja, 7 Nein, 17 Enthaltungen. Damit wäre das so beschlossen. So, das bringt uns dann zur zweiten Abstimmung, zur E-Petition. Da gab es nochmal einen Änderungsantrag der AfD.
Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 48 Nein, keine Enthaltung. Damit wird er abgelehnt. Und wir kommen damit zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 49 Ja, 9 Nein, 18 Enthaltungen. Wer damit so beschlossen? Mit Blick auf die Uhr, ich würde noch vielleicht ein, zwei Punkte machen, bis wir in die Pause hineingehen. Zunächst Tagesordnungspunkt 14, Neufassung des Statutes zur Verleihung der Dresdner Lyrikerpreises. Hier gibt es lediglich eine Wortmeldung und auf die sind wir gespannt. Herr Aschenbach, bitteschön. Achso, Entschuldigung, war jetzt noch irgendwie Abstimmung? Oder? Okay, Entschuldigung, dann habe ich die gesehen gehabt. Herr Löser, noch. Genau, gern zum Abstimmungsverhalten unserer Fraktion zur Potenzialanalyse. Wir haben uns am Ende enthalten, denn ich will es nochmal für die Öffentlichkeit klar machen. Am Ende kommt raus, dass nichts rauskommt. Es steht nämlich nur drin, der Stadtrat nimmt das zur Kenntnis. Es folgt daraus null Möglichkeit für die Stadt, auf diese Grundstücke zuzugreifen. Das hat die Linke hiermit organisiert. Ich will das nochmal ganz deutlich sagen. So, jetzt kommen wir tatsächlich zum Tagesordnungspunkt 14. Oh mein Gott, Herr Würz, bitteschön. Auch noch eine Erklärung, denke ich mal. Das hat leider jetzt der Herr Löser provoziert. Er hat hier eine Falschbehauptung aufgestellt. Es würde gar nichts passieren. Ad 1 ist die Potenzialanalyse zur Kenntnis genommen worden und im Ergänzungsantrag der Linken steht eindeutig drin, dass die Weiterentwicklung eben im Einzelfall dem Stadtrat bzw. dem Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung und Bau und den Stadtbezirksbeiräten, Ortschaftsbeiräten zur Entscheidung vorzulegen ist. Und damit ist natürlich genau der Weg geebnet, im zwingenden Fall oder auch im Mehrheitsfall dort tätig zu werden. Insofern bitte ich Herrn Löser darum, hier nicht solche Falschbehauptungen aufzustellen. Vielen Dank. So, habe ich jetzt alle Erklärungen eingesammelt? So, dann sind wir jetzt tatsächlich abgeschlossen, die vorhergehenden Tagesordnungspunkte.